Hallo zusammen, Cosplay, was denkt ihr über dieses Hobby? Manche Menschen halten es für eine völlig sinnlose Zeitverschwendung und diejenigen, die einen Haufen Geld für das Anfertigen von Kostümen ausgeben, für nicht erwachsen genug. Doch Cosplay wird inzwischen nicht mehr als ein Zeitvertreib für Freaks angesehen. Und Charaktere, die Cosplayer darstellen, sehen mittlerweile so cool aus, dass sie einem im Vergleich mit den Originalen aus Film, Anime oder Videospiel locker standhalten. Ihr habt bestimmt solche Fotos im Internet gesehen. Und heute möchten wir von Kostümen reden, deren Machern das schier Unmögliche gelungen. Sie haben nämlich Cosplay auf ein neues Level gebracht, indem sie etwas Einzigartiges kreiert haben. Habt ihr Lust, euch die Ergebnisse ihrer Arbeit anzuschauen? Dann lasst uns loslegen! Vermutlich bekommt man auf unterschiedlichen Cosplay-Festivals ein Iron-Man-Kostüm viel häufiger zu Gesicht als viele andere. Vielleicht mit Ausnahme von Spider-Man-Anzügen, in zahlreichen Variationen. So hat ein holländischer Cosplayer namens Wayne Baron Duisen die Rüstung von Tony Stark nachgebaut, die funktionierende Teile hat und nicht nur aus Pappkarton und Leuchtdiode besteht. Genauso wie beim Original lässt sich das Visier seines Helms öffnen und schließen. Außerdem ist das Exoskelett mit zwei Handrepulsoren und mit Triebwerken auf dem Rücken ausgestattet. Wayne ließ sich vom Anzug inspirieren, der in Iron Man 3 zu sehen ist, und baute ihn originalgetreu nach. Leider kann man mit dieser Rüstung nicht fliegen. Jedenfalls noch. Aber wer weiß, wozu Wayne in Zukunft fähig sein wird. Hier ist noch ein Beispiel für einen gelungenen Nachbau des Tony Stark Anzugs, der von einem Burschen namens Dan Nexi erstellt wurde. Die meisten Teile der Rüstung wurden entweder mit einem 3D-Drucker gefertigt oder aus flüssigem Kunststoff gegossen oder Autoteilen entnommen, die im Laden gekauft wurden. Des Weiteren hat der Cosplayer ein Material namens Craft Foam verwendet und am Ende entstand ein richtig tolles Kostüm. Die meisten Cosplayer bemühen sich, ihre Kostüme möglichst realistisch zu machen, aber Dan Cartel gehört nicht dazu. Es ist so, dass es sich bei seinen Figuren um gruselige Pixelmonster handelt, die aus einem Computerspiel aus den 1980er Jahren zu stammen scheinen. Und da Dan ein Künstler ist, gelang es ihm, etwas wirklich Einzigartiges zu erschaffen. Er hat seine künstlerischen Fertigkeiten dafür eingesetzt, etwas Besonderes zu kreieren, was man noch nie zuvor gesehen hat. Dies war für ihn auch ein Weg, sich dem direkten Vergleich mit seinen Lieblings-Cosplayern zu entziehen. Cartels Pixelfiguren, die komplett durch die Kraft seiner Fantasie entstanden sind, kann man in unterschiedlichen Situationen zusammen mit anderen Cosplayern beobachten, die als Comicfiguren, Superhelden, Hollywood-Stars und ähnliches verkleidet sind. Und es gibt nur eines, was den Burschen nervt, nämlich, dass die Leute denken, dass er seine Bilder mit Photoshop bearbeiten würde. Nein, liebe Freunde, das alles ist echt. Okay, das mit Kostümen, die aus Pappe und Kunststoff gefertigt und anschließend angezogen werden, wäre geklärt. Aber wie soll man als Cosplayer den Unsichtbaren machen? Er ist doch nicht zu sehen. Nichtsdestotrotz gibt es Könner, die auch das hinkriegen. Und das hier ist ein Beispiel dafür. Oh man. Leider ist es uns nicht gelungen herauszufinden, wer sich hinter dem schwarzen Umhang verbirgt. Aber eines können wir mit Sicherheit sagen. Der oder diejenige ist echt cool. Diese Person hätte unserer Meinung nach einen Oscar für das beste Kostüm verdient, auch wenn sie nie in einem Film mitgespielt hat. Und falls ihr euch fragt, wie der Cosplayer es geschafft hat, diese Wahnsinnsnummer auf die Beine zu stellen, achtet genau darauf, wie der Unsichtbare seine Arme biegt und was für eine komische Form sein Körper hat. Vielleicht hilft euch dieser Tipp weiter. Auf der Messe Comic-Con, die 2017 in New York stattfand, tauchte Thomas DePetrillo von Extreme Costumes auf, der in der Cosplay-Szene bekannt ist. Der Cosplayer hat einer seiner besten Kreationen präsentiert, nämlich den durch seine Größe und Liebe zum Detail beeindruckenden Nachbau des Bumblebee, einer der Hauptfiguren aus dem Transformers-Universum. Sicherlich ist Thomas' Variante des Autobots kleiner als das Original, hat aber trotzdem beeindruckende Maße. Die Figur ist etwa 3 Meter groß. Und übrigens, 2018 ist der selbstgemachte und etwas abgeänderte Bumblebee zurückgekehrt, um wieder mal jeden ins Staunen zu versetzen, der ihn live erleben durfte. Dieses Kostüm von Martina Hugentobler, dessen Foto sie auf Reddit gepostet hat, hat über 100.000 Likes und eine Vielzahl an Kommentaren erhalten. Selbstverständlich wurde der Cosplay-Liebhaberin viel Aufmerksamkeit geschenkt und das unserer Meinung nach völlig verdient, denn ihr Kostüm sieht klasse aus. I may be a Anubis, but I'm not a noob.
Das Interessanteste ist, dass es sich bei dieser Figur bloß um eine Statue handelt, die von Hui Zhu entworfen und vom Studio A1 gebaut wurde. Martina war sofort in deren Design vernarrt und fragte den Künstler, ob sie eine originalgetreue Nachbildung davon anfertigen dürfte. Die Idee dahinter war, eine eigene Variante der Statue zu erstellen, die den Low-Poly-Effekt erzeugen könnte. Das heißt, das Kostüm sollte quasi digital und unecht aussehen. Der Künstler willigte ein und Martina machte sich an die Arbeit. Die Frau hat ein ganzes Jahr und insgesamt 1000 Stunden daran gearbeitet, aber der Aufwand war es definitiv wert. Es war übrigens erst das dritte Mal, dass Martina als Cosplayerin auftrat. Sie hält sich selbst nicht für einen Profi und das Anfertigen von Kostümen ist für sie nur ein Hobby, das sie nach der Arbeit ausübt. Manchmal werden Cosplay-Kostüme nicht von Fans eines Videospiels, sondern von dessen Entwicklern gemacht. Natürlich tun sie es nicht selbst, sondern lassen es von Experten für Kostüme erledigen. Aber solche Cosplay-Kreationen gelten trotzdem als offiziell. I hope you have a terrible day. I hate you. I heard that. Im Juli 2017 fand in der kalifornischen Stadt San Diego das internationale Popkulturfestival Comic-Con statt. Bei solchen Veranstaltungen werden oft Pressekonferenzen und Präsentationen abgehalten, sowie diverse neue Projekte verschiedener Studios angekündigt. Vertreter des Computerspielentwicklers Blizzard waren auch mit dabei und erzählten über Neuerungen, die in populären Spielen eingeführt werden sollten. Außerdem haben sie ein Cosplay eines neuen Charakters aus Overwatch namens Doomfist präsentiert. Und das war verdammt cool. Am Kostüm hat die Firma Henchman Studios gearbeitet. Ein Team aus 14 Personen hat jedes kleinste Detail des Kostüms des Afrikaners Akande Ogundimu penibelst nachgebaut. Sicherlich war der Nachbau des riesigen kybernetischen Arms von Doomfist, der ungefähr 7,5 Kilo schwer ist, am aufwendigsten. Aber die ganze Mühe wäre umsonst gewesen, wenn ein kanadischer Chefkoch und Model in die Rolle von Doomfist nicht geschlüpft wäre, dem er haargenau ähnelt, soweit unsere Realität es zulässt, versteht sich. Die Unterlegenen werden vergessen. Es sind die Namen der Sieger, die ewig in Erinnerung bleiben. Kostüme mit Flügeln und besonders mit riesigen Flügeln ziehen bei jedem Cosplay-Fest jede Menge Blicke auf sich. Es liegt unter anderem daran, dass es wirklich schwer ist, sie so anzufertigen, dass sie echt wirken. Selbst wenn es dabei um einen Videospielcharakter geht, der mit der Realität nichts zu tun hat, sollten seine Flügel trotzdem möglichst realistisch aussehen. Und wenn ihr es schafft, sie zum Bewegen zu bringen, dann könntet ihr mit Sicherheit überall zum Star werden. Natürlich ist nicht jeder Cosplayer zu so etwas imstande, denn um solche Flügel anzufertigen, braucht man Materialien, einen Mechanismus und nicht zuletzt die dafür erforderlichen Fertigkeiten. Aber man kann jederzeit die Hilfe echter Flügelprofis in Anspruch nehmen, wie des Teams The Crooked Feather, das jede Art von Flügeln auf Bestellung herstellen kann. Okay, turn off the lights. Yes. Okay. Die Preise variieren zwischen $35 für ein kleines Huhnfederset und $3000 für riesige Flügel aus gefärbten Fasanenfedern. Gründerin von The Crooked Feather, Alexis Noriga, verbringt manchmal 12 Stunden am Tag damit, Federn auf ein leichtes Gerüst zu kleben, dessen Form an die von echten Vogelflügeln erinnert. Es ist eine mühsame und aufwendige Arbeit, wobei das Zuhause der Frau immer voller Pflaumen und Federn ist. Aber das Ganze zahlt sich aus, wenn man die Reaktion der Besteller beim ersten Anprobieren sieht. Alexis tut ihr Bestes, um auf die Ergebnisse ihrer Arbeit stolz sein zu können. Sie sagt, dass viele ihrer Kunden an Schönheits- und Fitnesswettbewerben teilnehmen und nach Mitteln dafür suchen, ihre Outfits möglichst originell zu gestalten. Künstler Carl Leck aus Indiana befasst sich mit der Wandmalerei. Darüber hinaus ist er ein talentierter Cosplayer. 2016 hat er ein super realistisches Kostüm von Demogorgon aus der US-Mystery-Serie Stranger Things kreiert. Und mit realistisch meinen wir, dass das Monster wie lebendig aussah. Carl hat es zum Leben erweckt, indem er einen Mechanismus verwendet hat, der es ermöglicht hat, das Maul von Demogorgon nur mit einer Handbewegung zu öffnen. Man musste lediglich eine effektvolle Pose einnehmen. Das Kostüm ist übrigens gar nicht so kompliziert, wie es auf dem ersten Blick scheint. Carl meint, dass er es zum größten Teil aus herkömmlichen Bauschaum gemacht hat, den er anschließend gefärbt und durch Kleinigkeiten wie Zähne angereichert hat. Aber das Wichtigste an diesem Kostüm ist der Mechanismus, der für das Öffnen des Mauls verantwortlich ist. Und die Follower von Carl haben es sofort gerafft. In den Kommentaren unter diesem Instagram-Video wird er darum gebeten, das Geheimnis dieser außergewöhnlichen Vorrichtung zu verraten. Carl, bitte sag's uns. Sei so lieb.
Offen gestanden ist es das gruseligste Kostüm, das wir je gesehen haben. Dabei ist es unklar, was genau ihn so unheimlich macht. Schrecklich. Die Macher dieser Figur nannten sie wandelnde Geister, weil ihnen nichts Besseres einfiel. Aber ihr Name ist nicht so wichtig. Es sei erwähnt, dass es sofort ins Auge sticht, dass die Kostüme von Hayao Miyazakis Kreation inspiriert sind. Er liebt entsetzliche Monster mit weißen Masken über alles. Ihr habt euch bestimmt gedacht, dass die Kostüme unglaublich unbequem zum Tragen sein müssen. Das stimmt, denn man muss nicht nur auf allen Vieren laufen, sondern auch dabei balancieren. Aber die Gehilfen erwiesen sich als sehr hilfreich. Die Rücken der Cosplayer mussten fast nicht leiden. Das behaupten zumindest die Macher dieser schrägen Kostüme. Aber wir glauben, dass es einfach unmöglich wäre, lange in dieser unbequemen Stellung zu verharren. Für die Hinterbeine haben sie herkömmliche Zirkusstelzen hergenommen und das Ganze anschließend mit Schaumstoff beklebt, mit Stoff überzogen, gefärbt und ein paar Details hinzugefügt. Und dann gingen sie nach draußen, um den Menschen Angst einzujagen. Stellt euch mal vor, ihr würdet in einer dunklen Gasse diesem Wesen begegnen. Was wäre eure Reaktion? Um dieses Kostüm eines Charakters aus Heroes of the Storm zu kreieren, hat eine Instagram-Nutzerin mit dem Benutzernamen Kamui mehrere Jahre gebraucht. Sie hatte vor, diese Arbeit schon 2015 zu Ende zu bringen, aber es ist ihr nicht gelungen, passende Materialien für den Pferdeschwanz zu finden. Das hat sie so traurig gemacht, dass sie 2 Jahre Pause eingelegt hat. Am Ende hat Kamui 600 Leuchtdioden im Pferdeschwanz platziert. Bei so einer riesigen Anzahl von Leuchtelementen entlädt sich jeder Akku im Nu, selbst wenn man ihn vorher ganze 6 Stunden aufgeladen hat. Deshalb musste sich die Frau etwas Besonderes einfallen lassen. Hinzu kamen auch viele andere Leuchtelemente. Kamui schreibt, dass sie insgesamt über 800 Leuchtdioden benötigt hat, die von Mikrochips gesteuert wurden. Es sei angemerkt, dass Kamui, die eigentlich Svetlana Quint heißt, Cosplay seit inzwischen über 10 Jahren betreibt. Ihre allerersten Kostüme haben sich sicherlich von den heutigen unterschieden. Aber mit jedem Jahr und mit jedem Kostüm wurde ihre Technik immer feiner. Mitunter hat sie nur 3 Stunden am Tag geschlafen. Aber im Endeffekt sah jedes ihrer Kostüme perfekt aus. Für Kamui war es schwer, Cosplay bei Tag und Nacht zu betreiben. Sie brauchte Geld und Unterstützung bei ihrer harten Arbeit. Und da ist ihr Benny zu Hilfe gekommen. Ihre erste Liebe, der später ihr Ehemann und Geschäftspartner wurde. Zurzeit stellen Kamuis Bücher, in denen sie die Entstehung jedes Kostüms detailliert schildert, ihre Haupteinnahmequelle dar. Sie sind populär, denn von Kamui kann man wirklich viel lernen, stimmt's? Psst, Leute! Lust auf neue Technologien und coole Gadgets? Seid ihr gedanklich schon in Zukunft? Steht ihr auf große Maschinen und könnt euch euer Leben ohne Roboter nicht vorstellen? Dann schaut auf TechZone vorbei. Dort findet ihr jede Menge davon. Der Link ist in der Beschreibung. Haben wir euer Interesse geweckt? Ausgezeichnet!